Christoph, jetzt hast du schon einen kurzen Einblick gewährt, aber erzähl uns, wie ist denn die Lage aktuell jetzt die Lage an der Front? Ja, es ist der Stellungskrieg, wie ich das schon so oft gesagt habe, aber es gibt da so einen neuen Brennpunkt, der sich da auftut. Das ist der Bereich Toretsk, auch im Donbass, in der Provinz Donetsk, etwas nördlich, 30, 35 Kilometer. Das ist eine Festung der Ukrainer mit massiven Verteidigungsanlagen, dieses Gebiet Toretsk. Und da scheinen die Russen jetzt einen kleineren Durchbruch geschafft zu haben und haben da wohl den Ort Schumi eingenommen. Ein weiterer wichtiger Ort im Bereich Donetsk, der nach wie vor schwer umkämpft ist, ist Chisiv Yar. Und wenn man sich die Bilder anguckt aus diesem Ort, dann gleichen die den Bildern in Waltschansk. Von diesen Frontstädten ist kaum noch was übrig.